Willkommen zurück zu Gold Rush The Game. In dem letzten Livestream haben wir eine ganze Menge Buddelarbeiten hier gemacht und haben das Ganze hier auch so ein bisschen in die Krise gestürzt, denn die größere Frage von euch war ja, wie kriegen wir den Anhänger da wieder raus, beziehungsweise den Bagger auch vor allen Dingen da raus? Machen wir alles, kriegen wir alles schon hin, da bin ich fest von überzeugt, aber bevor wir das machen, fahren wir jetzt erstmal in die Stadt und machen Goldbarren, und von dem Geld, was wir dann aus dem Goldbarren bekommen, hoffentlich bekommen, werden wir... uns einen Radlader kaufen und ich werde Mitarbeiter einstellen. Zu dem Radlader habt ihr mir geraten, ihr habt gesagt, das musst du als nächstes kaufen, möglichst besser noch heute als morgen. Also das ist auch eine durchaus sinnvolle Investition, denn das brauchen wir sowieso später, wenn wir dann den Truck haben, den es leider noch nicht gibt, weil das Update noch nicht erschienen ist, das wurde vertagt. Das heißt, das ist eigentlich keine schlechte Sache, wenn wir uns das kaufen. Und die Mitarbeiter, davon habt ihr mir abgeraten, die kosten Geld und bringen nicht so viel, aber sie bringen ein bisschen was. Ich habe mir das nochmal angeschaut, sie bringen ein bisschen was und deswegen würde ich die gerne trotzdem einstellen. Also da kommt dann ganz automatisch, kommt dann immer mal so 0,01 Unzen oder so, oder 0,001 Unzen kommen dann immer mal rein. Ich meine, das ist jetzt nicht die Welt, aber wenn das so kontinuierlich geht, ist das sicherlich auch nicht schlecht. Aber ich denke auch, wenn das schlecht ausbalanciert ist, dann wird das mit den nächsten Updates nochmal nachgebessert. Hoppala. Ich sollte mal die Differentialsperre anmachen. Wir trudeln hier durch die Gegend. So. Wir werden jetzt Folgendes machen. Also wir fahren jetzt direkt zum Schmied. Zu dem Herrn Schmied, der uns hier schon immer gute Preise gemacht hat. Und dann machen wir das so, dass wir erstmal ein bisschen Gold verkaufen, damit wir an Geld kommen, damit wir uns das leisten können, das einschmelzen zu lassen. Das scheint sich, laut euch lohnt sich das ja, das einzuschmelzen. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir zur Bank. Dann fragen wir mal nach, was die uns so bieten können. Ich meine, der Radlader, der kostet so 98.000 oder 97.000. Moment, wir wollen erstmal Erz verkaufen. So. Was würden wir bekommen, wenn wir jetzt den ganzen Erz verkaufen würden? Okay, nicht genug, um... Ja, gut, also. Dann lassen wir das mal hier alles einschmelzen. Zehn Stunden 24. Okay. Und das ist schon mal unser erster Goldbarren. Können wir den jetzt direkt verkaufen oder wie sieht das aus? Ich dackel mal kurz zur Bank. Ich habe das nämlich einmal in den Pickup geladen. Ich habe natürlich schon mal ein bisschen ausprobiert. Ich habe das einmal in den Pickup geladen, weil es ist direkt verschwunden. Ich weiß nicht, wohin es verschwunden ist. Aber das war natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Versuchen wir schon mal den ersten Goldbarren zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon funktioniert, weil die sind ja noch nicht fertig gemacht. Ah. Okay, können wir offenbar noch nicht auswählen. Oh, jetzt ist er auch verschwunden. Naja, gut, aber ich glaube, im Geiste ist er immer noch da. Das heißt, wir müssen jetzt 10 Stunden warten. Nee. Wir haben irgendwie schon alles verkauft. Okay. Okay. Wieso auch immer. Wieso haben wir jetzt schon alles verkauft? Naja,
Egal, jetzt haben wir 76.000. Jetzt wissen wir, wir brauchen noch ungefähr 15.000, bis wir uns den Radlader leisten können. Diese Zeit nutzen wir, um auf dem Claim umzuziehen und uns dann so langsam eine Schneise zu bilden. Ihr habt auch gesagt, Ansgar, jetzt gönn dir doch mal einen neuen Claim. Da ist es dann vielleicht ein bisschen lukrativer. Ich habe auch erst darüber nachgedacht, ob wir es machen sollen, aber ich glaube, wir sollten es nicht machen. Wir kennen uns jetzt da auf dem Gelände ganz gut aus und sollten das vielleicht erstmal komplett ausnehmen, dieses Gelände. Also alles komplett leer buddeln. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir weitermachen mit dem nächsten Claim. Aber solange wir das noch nicht gemacht haben, sollten wir, glaube ich, daran festhalten. So. Ich denke, das sind so 10 oder 20 Unzen, die wir jetzt noch brauchen, ne? Ja, 10 eher. So, dann werden wir unseren Bagger nämlich. Das wird jetzt eine richtig riskante und auch witzige Sache, glaube ich. 76.000 Dollar. Leute, Leute, Leute. Und das ohne Cheat, ne? Also, das möchte ich jetzt hier am Anfang, wie gesagt, habe ich ja zugegeben, habe ich einen großen Shitstorm für geerntet. Aber jetzt nicht mehr und läuft ganz gut, würde ich sagen, bei uns, ne? Ich hoffe, dass das aber wieder ein bisschen lukrativer wird dann mit dem nächsten Update. Das soll ja auch die Goldnuggets öfter auffindbar machen. Schauen wir mal. So. Und dann werden wir. Also mein Plan ist, glaube ich, echt gar nicht so schlecht. Nicht so schlecht, wie ihr jetzt alle denkt, glaube ich. Das direkt mal zu relativieren. So, wir nehmen. Erstmal tanken wir hier wieder alles voll, damit wir gleich uns keine Sorgen um die Produktion machen müssen. Zup. Fertig. Weiter. Und dann der nächste. Oh. Trotz Handbremse räumen wir ganz schön. Schiebt der Anhänger. Ach, das ist immer dieser dämliche Bug im blöden Schlauch. Machen wir halt jetzt erstmal hier weiter. Wo ist denn der Schlauch jetzt? Ach Leute. Ja, mal gucken, ob der Schlauch mal wieder auftaucht. Dann machen wir. Ach, sowas nervt mich immer total. Guck mal, ob ich das nochmal irgendwie zu rechts schieben kann. Heißt jetzt auch, Ansgar, du hättest ja dieses und jenes nicht machen müssen, aber das Problem ist, da kann man sich noch so anstrengen. Können wir das irgendwie zurücksetzen, den Anhänger? Mal kurz schauen. Wenn, dann geht es ja hier, ne? Nee, den. Ah, hier, Moment. Mobiler Kraftstofftank zurücksetzen. So, ist er zurückgesetzt. Schauen wir mal, ob er jetzt wieder zur Raison gekommen ist. Ah ja, den Container müssen wir auch noch in Betrieb nehmen, feierlich. Ja, da wartet noch eine ganze Menge auf uns. Vielleicht hätten wir das Containergeld doch damals lieber. Ist immer noch nicht. Ah, Moment, da war was. So, jetzt aber. Etzala.
Weil da haben wir doch glatt den Container gestriffen. Sehr nicht sorgsam, wie ich hier fahre. Aus Handling ist auch wirklich schwierig. Viele von euch wollten mir das ja nicht glauben, aber es ist so. Ich glaube, wir können noch nicht anhängen. Oder? Ne. Ach, ist jetzt aber auch nicht so super wichtig. Obwohl, es wäre schon ganz gut, wenn wir... Ne, wir holen uns jetzt erstmal den Anhänger hinten raus. Die Waschanlage, meine ich. Und die müssen wir, glaube ich, erstmal befreien. Oh, das ist gar nicht so einfach wie gedacht. Ich glaube, ich habe da was nicht ganz... Ja, dann versuchen wir doch erstmal den Bagger zu stürmen. Wir müssen uns jetzt selbst kurz einen Weg hier raus buddeln. So. Ich dachte gerade, wir hätten gar keinen Treibstoff mehr. So, dann werden wir jetzt versuchen, hier ein bisschen Erde aufzuschütten. Ja, wir müssen das noch ein bisschen... Wir müssen dieses Loch da schließen quasi. So. So, Leute. Dann helfen wir uns da quasi aus der Misere. Das war nicht so sinnvoll hier alles. Ich dachte auch, der Anhänger wäre in die andere Richtung. Aber das habe ich nicht geprüft. Und deswegen habt ihr auch alle im Stream geschrieben, oh, 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 oh. Aber ich glaube, so funktioniert's. Wird ein bisschen holprig. Aber es wird schon funktionieren. Oh. Uiuiui. Wird langsam knapp hier. Versuchen wir auf jeden Fall. Wir könnten den ja, zur Not könnten wir den ja auch noch. Oh, 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 oh. So war es jetzt nicht geplant. Wir schauen mal, ob der sich hier irgendwie raus navigieren kann. Ah, wir müssen umgekehrte Steuerung. Wir sind hier gerade. Oh, 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 oh. Okay, bevor das hier ganz schlimm wird, setzen wir den jetzt einfach schnell zurück. Und fahren dann damit. Ich muss ihn einmal drehen. So. Und dann werden wir uns jetzt langsam, aber sicher hier unsere Schneise durch die ganze Landschaft schlagen. Und dann kann das, glaube ich, eine ganz gute Sache werden. Also wir waren im Stream ja sehr, sehr fleißig und haben uns wirklich, also haben wirklich ordentlich gebuddelt. Ist jetzt... den auch mal schnell zurück. Das ist, glaube ich, jetzt, also wir könnten das natürlich jetzt probieren und so, aber ich glaube, das würde jetzt zu viel Zeit wegnehmen für eigentlich eine dämliche Sache. Also deswegen. So. Und dann platzieren wir unseren Bagger mal hier direkt. Wir werden uns dann direkt hier
diesem Bereich hier widmen. Wir brauchen, glaube ich, diesen Generator. Obwohl, ja doch, brauchen wir, genau. So, aber den Rest lassen wir da hinten. Wir holen uns also nur dieses Kabel hier noch und eben den Schlauch, um die Wasserversorgung zu garantieren. Ah ja, genau, hier haben wir noch. So. Und dann holen wir jetzt gleich die Waschanlage. Und werden dann mal ordentlich waschen, ne? Sieht schon echt nach Baustelle aus. Und vor allen Dingen sehr, sehr unordentlich sieht es hier aus. Aber wenn wir hier erstmal uns den Weg hier durchgebahnt haben, dann wird das schon klappen. Gott sei Dank ist die Tankfüllung nicht weg, ne? Beim Zurücksetzen. So. Und dann nehmen wir das mal mit, nicht? Ich glaube, ich lasse das direkt angeschlossen an den Pickup, denn wir werden damit jetzt öfter mal umziehen. Ja. Wo tun wir es am besten hin? Hier irgendwie so, ne? Das ist vielleicht zu nah. So stellen wir das mal hin. Können den hier, den Motor ausschalten. Ja. So. Okay, wir müssen das abhängen. Na dann. Dann hängen wir das eben ab. So, wo ist der Gartenschlauch? Hier. So. Ah, wir brauchen noch einen Eimer, wie man sieht. Ah, wir haben die Generatoren natürlich noch gar nicht angeschaltet. Ich depp. So, ich glaube, wir müssen auch noch die Wasserpumpen anschließen, ja. So, erste. Das ist, glaube ich, genau die falsche Reihenfolge, die wir hier gerade machen, denn die saugt jetzt natürlich gerade gar nichts an, die eine. Sondern nur Luft und ich denke, so macht man sie kaputt. So, aber wie wir es machen, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin sage ich Tschüss und danke euch fürs Zuschauen.